Hallo YouTube, wir lesen jetzt, Deutschland wird etwas queerfreundlicher, die Welt wird queerfeindlicher. Wir schauen uns das Ganze an. Gerade zum Pride Month müssen wir natürlich drüber reden. Wie aus einer neuen Ipsos-Studie hervorgeht, nimmt weltweit die Akzeptanz queerer Menschen ab. In Deutschland sieht es was besser aus, das ist doch schon mal schön. So, wir sehen auch immer wieder queerfeindliche Stimmen, die laut sind und leider auch die Straftaten nehmen zu. Aber scheinbar nimmt die Akzeptanz ein bisschen zu. Das ist doch schon mal schön. Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos hat am Mittwoch anlässlich des anstehenden Pride-Monats eine internationale Umfrage veröffentlicht, bei der die Einstellungen gegenüber queeren Menschen untersucht wurden. In Deutschland zeigen sich anders als in den meisten anderen Ländern leichte Fortschritte, aber auch neue Brüche. Eine klare Mehrheit der Deutschen spricht sich gegen die Diskriminierung der queeren Community und für die gleichen Rechte aus. Das ist schön, oder? Das müssen wir jetzt auch mal anerkennen und sagen, toll, ist wichtig. Vor allem bei jungen Männern nehmen queerfeindliche Ansichten aber auch in Deutschland eher zu. Ist krass, ne? Das heißt, im Umkehrschluss ja am Ende des Tages, dass gerade bei Frauen auch die Akzeptanz zunimmt. Weil sonst würde es nicht grundsätzlich zunehmen. Und das heißt, Männer sind wieder das Problem. Naja. Wer hätte das erwarten können? Insgesamt befragten die Forschenden Menschen in 26 Ländern aus allen Kontinenten, außer der Antarktis. Schade. Ich würde gerne wissen, was die Antarktis dazu meint. Na gut. 3 von 4 Deutschen für Antidiskriminierung und gleiche Rechte. 3 von 4 Deutschen ist trotzdem noch deutlich zu wenig irgendwie. 73% der Deutschen sind der Meinung, dass lesbische, schwule oder bisexuelle Menschen vor Diskriminierung geschützt werden sollten. Das ist doch schön. Bei Transmenschenpersonen stimmen 7 von 10 Befragten 70% der Aussage zu. Ist zwar weniger, ist schon scheiße. Was soll ich dazu sagen? Aber 70% ist trotzdem 70%, ne? Muss man auch sehen. Und Angie's Wonderland, danke für den Sub-Support. Etwa ebenso viele, 71%, befürworten, dass gleichgeschlechtliche Paare legal heiraten dürfen. Das ist so wild, ne? 71% sind der Meinung, dass es keine Diskriminierung geben sollte. Aber 71% sind nur dafür, dass sie legal heiraten dürfen. Und das ist so das meiste, ne? Das ist so, das ist oft so bei so Umfragen. Dann werden die Leute gefragt, ja, seid ihr für Diskriminierung? Die Leute sagen natürlich nein. Aber dann kommen die Fragen, wobei? Und dann sind die meisten Leute dann doch irgendwie gar nicht mehr so nett. So zum Beispiel, ja, 70% sind dafür, dass Transmenschen nicht diskriminiert werden sollten. Aber wie viele wären wir jetzt für das Selbstbestimmungsgesetz gewesen? Das ist auch wieder was anderes, ne? 3 Prozentpunkte mehr im Vergleich zum Jahr 2021. Das ist doch schon mal was. Nur 8% sprechen sich hierzulande gegen jede Form der rechtlichen Anerkennung aus. Das ist auch so wild. Ähnlich sieht es bei Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare aus. 73% der Deutschen finden, dass homosexuelle Paare bei der Adoption von Kindern die gleichen Rechte haben sollten wie heterosexuelle. Hey, das ist doch geil. 73%. Ist doch nett. 4 Prozentpunkte mehr als noch vor 3 Jahren. 20% lehnen diese ab. Das ist so wild. Neben Frankreich und Polen gehören Deutschland damit zu den wenigen Ländern, in denen sich die Akzeptanz queerer Lebensweisen in den letzten 3 Jahren in mehrere Bereiche leicht positiv entwickelt hat. In Polen ist aber auch, müssen wir sehen, die Messlatte war nicht sonderlich hoch, ne? Also, ja, in Polen gab es jetzt Dinge, die sich verbessert haben. Auch diese queer LGBTQI-plus-freien Zonen sind weniger geworden und wurden teilweise abgeschafft. Das ist was Positives, aber allein, dass es die gab, ist halt so, naja, die Messlatte ist irgendwo da unten zu sehen. Sobald es um konkrete Maßnahmen geht, reagieren viele BundesbürgerInnen allerdings nach wie vor verhalten. Exakt, das ist das, was ich meine, ne? In den Umfragen sind dann Leute, nein, ich bin doch gar nicht queerfeindlich. Ich bin doch voll Akzeptanz und so und voll toll. Und dann geht's an die konkreten Vorschläge und die Leute sind so, aber so viel dann doch nicht. Also, ja, natürlich, die sollten vielleicht leben, aber nicht gut leben. Das wäre ja wirklich, nee, die sollten nicht frei sein. So, I don't know. Das ist halt auch nicht. Bin auch trans und habe bisher keine negativen Reaktionen bekommen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg, dass es noch weiter so bleibt. Das ist halt leider nicht Alltag. 20% können sich vergraben gehen. Ich weiß nicht, ob die das können. Das ist schwierig.
konkret Sachen zustimmen, nee, das muss Menschen differenziert betrachten. Ja, das, also das Rechte dann wirklich für Transmenschen, weiß ich nicht. Ach, die sollen sie selbst sein? Nee, die sollen schon so sein, wie wir die sehen. Aber dann dürfen die vielleicht möglicherweise existieren. Aber wenn die das nicht, wenn die nicht da reinpassen in mein Bild von Transmenschen, dann ist schlecht. Lediglich 29% haben sich beispielsweise schon mal aktiv gegen eine Person ausgesprochen, die Vorurteile gegenüber queeren Menschen hatten. Das ist ein bisschen zu wenig, Leute. Bitte, bitte seid laut. Wenn ihr irgendwas hört gegen queere Menschen, generell Diskriminierung hört, da hört es ja gar nicht auf. Aber wir reden ja, wir sind ja gerade im Pride Month und deswegen sind ja alle anderen. Nein, natürlich ist es wichtig. Aber auch bei queeren Menschen jetzt hier, darauf beruht hier die Umfrage. Bitte sprecht euch aus, wenn ihr Diskriminierung hört. Werdet laut. Das ist ganz wichtig. Weltweit weniger Akzeptanz. Tippitoppi. In einer Vielzahl der untersuchten Länder ist die Zustimmung gegenüber queeren Community in letzter Zeit ins Negative umgeschlagen. Woran könnte das wohl liegen? An der ganzen Hass und an der Hetze, die von irgendwelchen rechten und rechtsextremen und konservativen Politikern vorangetragen wird. Gerade in den USA ist es ja ein großes Ding, in Großbritannien ist das großes Ding. Vielleicht auch an der Hetze, die von großen AutorInnen, das ist ein ganz komisches Beispiel, dass auch alle Parallelen zu real existierenden Personen sind rein willkürlich. Wenn große AutorInnen oder so mit ihrem Geld richtig aktiv gegen queere Menschen hetzen, könnten die daran schuld sein? Oder eine große Partei, die möglicherweise auch hier irgendwie im Bundestag sitzt, die regelmäßig gegen queere Menschen hetzt, könnte die auch daran schuld sein, mitschuld sein? Oder Menschen, die gerade erst hier ins Land gekommen sind. Das ist jetzt so die Frage. Also sind die Menschen mit ganz viel Geld, die regelmäßig Hasskampagnen gegen queere Menschen fahren, schuld? Oder Menschen, die einfach hierher flüchten? Die AfD ist sich da nicht einig. Aber grundsätzlich sollten wir uns da einig sein, dass die nicht schuld daran sind. Perfekt, danke. Nur 50% der Befragten unterstützen queere Personen, die offen mit ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität umgehen. Das ist halt krass. 50%. 5 Prozentpunkte weniger als 2021, was auch schon traurig genug ist, dass davor nur 55% waren, sind wir ehrlich. So, das ist halt dieses sehr queere, ja, aber sie müssen das zu Hause machen und zu Hause lassen. Das ist eklig, wenn die in der Öffentlichkeit Händchen halten oder sich küssen. Nee, sowas wollen wir ja nicht. Dann haben die ja auch noch die gleiche Akzeptanz wie Menschen, die hetero sind. Und das kann ja nicht sein. Am größten ist die Akzeptanz für offen gelebte Queerness derzeit in Spanien und in Thailand. Ich ziehe nach Spanien. Geil. Schön. Hatte ich eh vor, bin ich ehrlich. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber Spanien ist schon nett. Hat wirklich, also die Gedanken gingen in die Richtung. Wollen wir nach Spanien ziehen? Und Thailand hier 68%. Thailand ist doch auch nett. Da wohnt auch eine Person, die ich sehr mag. Die ich über Streaming kennengelernt habe. Kann ich einfach mal Hallo sagen. Am niedrigsten in Südkorea, 26%, und in der Türkei. Da frage ich mich, wurde das da gefragt? Russland würde mich auch interessieren. Aber das ist krass, ja. Da würde ich dann nicht unbedingt hin. Ah, in der Türkei. Naja. In Deutschland wird der offene Umgang mit der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität von 47% der Befragten unterstützt. 47%! Das ist so krass. Das ist so wenig. Weißt du, aber vorher sagen, ja, 73 sind ja gegen die Diskriminierung, aber andererseits sollen die auch nicht stattfinden. Also die sollen dann auch hinter vorgehaltener... Also so mache ich das auch immer, wenn ich aus der Tür rausgehe, bin ich nicht mehr trans. Ja, das wissen viele gar nicht. Wenn ich hier so rausgehe, dann lege ich mein Transsein ab und mein Scheißegal-Sexuell-Sein ab. Und mein, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ich komme Labels nicht hinterher. Also ehrlich gesagt nicht, was ich bin. Mein platonisch Gedönskrams hinter mir, I don't know. Das lasse ich alles hinter mir und bin dann cis-hetero. Ja. Es geht ganz einfach. Wissen viele gar nicht. So 13% sprechen sich dagegen aus. Wäre nett, wenn sich mehr dafür aussprechen würden, anstatt denen es egal ist. Weil tatsächlich, denen es egal ist,
die sprechen sich halt eben nicht dagegen aus und damit fällt natürlich die 13% dieser ganzen Female-Gewichtung. Ähnlich sieht es bei der Frage nach Antidiskriminierungsgesetzen zum Schutz von queeren Menschen aus. Perfekt. Global gesehen werden solche Gesetze nur noch von 53% minus 4% der Befragten befürwortet. Das ist auch so krass. Wie kann man denn gegen Antidiskriminierung sein? Ich finde das so wild. Wie kann man sich denn auch da hinstellen und sagen, nee, Antidiskriminierung finde ich was sehr Negatives und was sehr Schlechtes. Ich finde, Menschen sollten nicht vor Diskriminierung geschützt sein. Aber ja, Russland, Iran, Saudi-Arabien und so würde mich interessieren, aber wegen staatlicher Verfolgung sieht es da bestimmt überall nicht gut aus, ja. Das stimmt. Türkei, ein EU-Beitragskandidat, da unter Nordkorea oder Iran steht, ist schon krass, ja. Das ist schon krass. Das, was mir nur auf den Sack geht, ist jetzt hier ist Demos an dem Tag immer arbeiten und der Verkehr ist dann RIP. Ja, gut, aber es ist wichtiger. Also es tut mir leid, aber ich finde Rechte für queere Menschen wichtiger als ein Arbeitsweg. Also es tut mir leid. Aber ich finde die dann einmal im Jahr so wichtiger als Arbeitswege. Es sind halt auch Demonstrationen, ne? Sind ja Demonstrationen generell, dass die mal im Weg sind, aber sollen die auch sein? Aber gut. In den Niederlanden minus 11%, Japan minus 10% und USA, das ist auch krass. Minus 11% in Niederlanden, was ist los bei euch? Japan minus 10% finde ich auch krass. Und USA minus 9% sind die Verluste weltweit am größten. Ja gut, USA wundert mich leider nicht. Wie wir den auf der Straße kleben, das war auch 100% von mir unterstützt und da wird mich auch nicht beschwert, ja, echt. Bin ist auch im Ranking runtergefallen, sogar unter Deutschland. Krass, wenn ich es sogar noch richtig im Kopf habe. Krass. Akzeptanz von queer-freundlichen Marken sinkt. Auch eklig. Auch das öffentliche Engagement für Marken für die queere Community wird in vielen Ländern immer kritischer gesehen. Lediglich 44% der Befragten weltweit befürworten es, wenn Unternehmen und Marken aktiv die Gleichberechtigung queerer Personen unterstützen. Das ist auch so krass. Jede fünfte, 20%, lehnte dieses entschieden ab. 20% sagen einfach, nee, ist scheiße, wenn Marken queere Menschen unterstützen. Ist so krass, oder? Deswegen sind die Proteste wichtig. Genau deswegen. 2021 lag der Anteil der Unterstützer noch bei 49%. In Deutschland ist die Akzeptanz dagegen leicht gestiegen, immerhin. 43% der Bundesbürger befürworten queerfreundliche Marken plus 1%. Nur 15% lehnen sie ab. Naja, ist nicht sonderlich viel, aber hey. Selbst offen lesbische, schwule oder bisexuelle Athletinnen und Athleten, Sportmannschaften werden derzeit nicht einmal mehr von jedem Zweiten befürwortet. Das ist auch so krass. Das ist so krass. Und dann merken die Leute nicht, dass diese Hetze gegen Transmenschen auch gleichzeitig mit Hetze gegen queere Menschen ist, die lesbisch, schwul und bi sind. Aber hey, das sind ja alles so krasse Feministinnen, die sich auch für queere Menschen einsetzen. In 20 von 23 befragten Ländern ist die Unterstützung für queere SportlerInnen seit 2021 zurückgegangen. Am stärksten in Argentinien, minus 14%, ja. Mexiko, minus 13%, die Niederlande, minus 11%, Kanada, minus 11% und in den USA, minus 11%. Lediglich in Polen hat sich der Wert in den letzten 3 Jahren verbessert. Hey! Polen, you do this! Ihr packt das schon. Deutschland 47% gehört zu den wenigen Ländern, denen sich die öffentliche Meinung in dieser Frage nicht verändert hat. Ey, immerhin. Insbesondere junge Männer wenden sich von der LGBTI-Community ab. Und dann fragen sich die Menschen, warum man was gegen Männer hat. Neben großen geografischen Unterschieden fallen auch Differenzen im Antwortverhalten zwischen Frauen und Männern bzw. jungen und älteren Befragten auf. Weltweit sinkt die Akzeptanz für queere Community vor allem bei jüngeren Männern. Geil. Ja, aber man muss sich auch so Andrew Tate und sowas sehr als Vorbild nehmen, ne? Das sind auch wichtige und gute Vorbilder. Muss man wissen. Insbesondere bei Generation Z streben die Wertvorstellungen zwischen den Geschlechtern zunehmend auseinander. Während bei jungen Frauen die Toleranz und Offenheit gegenüber queeren Menschen stetig zunimmt. Geil! Danke dafür. Werden LGBTQI-Rechte von den männlichen Gen Zern deutlich seltener befürwortet. Auch im direkten Generationsvergleich mit männlichen Millennials. Ist halt Großteil TikToks, ja. Ist halt wirklich leider so. Also viel dieses toxische
toxische Männliche wird ja auf TikTok so krass vertreten und wird so groß auch leider. Und ja, das ist nicht verwunderlich, dass junge Menschen, die halt auf diesen Plattformen maßgeblich unterwegs sind, maßgeblich angesprochen werden von so einer Scheiße. Und Barry, vielen, vielen Dank für den Sub-Support. Eine Person wäre auch nett gewesen, das stimmt, aber das triggert nicht so viele. Das mit den Auseinanderscheren von allgemeinpolitischen Positionen finde ich schon spannend, ja. Aber es ist halt nicht überraschend, dass die Menschen, die unter Diskriminierung leiden, und da gehören Frauen dazu, dass die für Antidiskriminierung sind. Und die Menschen, die es nicht tun, die privilegiert sind, sich davon abwenden. Ist halt so, ja, Surprise. So, es ist halt leider nicht überraschend. Ich wünsche trotzdem, es wäre anders. Ein Beispiel. Weltweit unterstützen mehr als die Hälfte, 54% der weiblichen Befragten der Gen Z, wenn queere Personen in der Öffentlichkeit Zuneigung zeigen. Dass das überhaupt eine Frage ist. So, als ob, also queere Menschen dürfen in der Öffentlichkeit keine Zuneigung zeigen, oder was? Bei den männlichen Gen Zern gibt dies nur etwa jede dritte, 36%. Das ist so eklig. Ein Abstand von 18 Prozentpunkten. In Deutschland sind die Unterschiede zum Teil noch gravierender. Hierzulande unterstützen 2 von 3 jungen Frauen 65% der Gen Z ihre Zuneigung in der Öffentlichkeit. Ey, das ist schon ein guter Anfang. Das ist traurig, aber ein guter Anfang. Bei den jungen Männern in Deutschland liegt der Wert lediglich bei 30%. Wollen wir das auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen? 30%? Unterstützen das, wenn queere Menschen queer sind in der Öffentlichkeit. By the way, queere Personen sind immer queer. Nicht nur zu Hause. Und die dürfen sich auch küssen und Händchen halten. Wie jeder andere Mensch auch. Ah. Nur diese ganze rechte Propaganda, man will euch was wegnehmen, zieht aber bei den Leuten, die Privilegien und mehr Rechte haben und sich nicht mit anderen teilen wollen. Ja, das ist halt das Ding. Das ist das große Problem. Na, hier ist nochmal eine Grafik dazu zu nehmen, was wir gerade gelesen haben. Die könnt ihr auch noch ganz kurz angucken. Wenn ihr das Video auf YouTube seht, könnt ihr es kurz anhalten und euch die durchlesen. Ich gehe weiter in dem Ganzen. 12% der Deutschen identifizieren sich als queer. Und das, obwohl sich immer mehr Menschen selbst als queer beschreiben. In Deutschland liegt der Anteil von queer Menschen in der Gesamtbevölkerung bei 12%. 5% fühlen sich zum selben Geschlecht hingezogen. Weitere 4% sind laut eigener Aussage bisexuell. Jeweils 1% der Bevölkerung definieren sich selbst als pan oder omni oder als asexuell. Ebenfalls 1% der Deutschen gibt an, sich nicht als männlich oder weiblich, sondern als trans, nicht-binär oder genderfluid identifizieren. 1%? Ich dachte, das wäre ein Hype und jeder ist jetzt trans. Wie kann das denn damit zusammenpassen? Ich dachte, jeder Zweite ist jetzt trans. Ja, mindestens 150%, habe ich auch gedacht. Ich voll der Trend, was ist da los? Ja, echt? Wird trans gemacht, hat man für einen Freund. Ey, das tut mir sehr leid. Es ist halt genau dieses scheiß Trend-Argument, was einfach so Bullshit ist, so. Niemand wird aus Trend gerne diskriminiert. Und hier haben wir auch nochmal ein paar Zahlen, dass das wirklich so ist, Leute. Und dass Leute das gar nicht so geil finden. Wenn es bei Antidiskriminierung geht. Alle sind trans, außer die AfD. Das stimmt, ja. Aha. Der größte LGBTI-Anteil findet sich in den Niederlanden, 17%. Thailand 15% und Brasilien 14%. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Der größte Anteil an queeren Personen gehe ich nicht von aus, aber gerade Niederlande sind ja relativ fortschrittlich, was queere Rechte angeht und Co. Thailand ist die Akzeptanz auch relativ hoch, Brasilien weiß ich gerade aktuell nicht. Aber da ist es nicht verwunderlich, dass sich mehr Menschen outen. In Japan, Peru, Südafrika, Südkorea, Ungarn und je 5%. Auch hier, Südkorea, Japan, haben wir eben gehört, ist die Akzeptanz sehr gering. Wie es in Peru und Südafrika ist, weiß ich nicht. Und Ungarn weiß ich, dass da auch sehr viel Diskriminierung herrscht. Überraschung, dass du dich da auch nicht outest. Ja, genau. Heterosexuell cisgender. Hier steht cis, das ist doch eine Beleidigung. Ist es übrigens nicht. Cis ist einfach nur eine Beschreibung von Menschen, die nicht trans sind, basically. Das ist alles.
Die Ergebnisse stammen aus dem Ipsos Global Advisors Studie LGBT Plus Pride 2024. Bei der Online-Umfrage wurden zwischen dem 23. Februar und dem 8. März 2024 insgesamt 18.515 Personen aus 26 Ländern über das Ipsos Online-Panel-System interviewt. Befragt wurden Personen in Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Kolumbien, Japan, Mexiko, Niederlande, Peru, Polen, Schweden, Singapur, Spanien, Südafrika, Südkorea, Thailand, Ungarn, der Türkei und den USA. Okay. Hier ist Iran, Irak, Russland nicht mit drin. Nur zur Info, weil man sich vielleicht gewundert hat, wo die Zahlen von denen sind. Und Nordkorea ist übrigens auch nicht drin. Alles klar. Ja, ist krass, ne? Wenn es dann um spontan, also um wirklich Sachen geht, die man für queere Menschen machen sollte, sind die Menschen halt leider dagegen. Und die Akzeptanz sinkt. Was ist los bei Männern eigentlich? Was ist los da? Können wir vielleicht nicht queerfeindlich sein? Das wäre super nett. Queere Menschen nehmen euch nichts weg. Wir wollen einfach nur auch leben und leben gelassen werden. Wie jeder andere Mensch auch. Das ist eigentlich the bare minimum. Und es sollte eigentlich niemals irgendwo ein Problem sein. Und leider ist es das immer noch. Und deswegen brauchen wir CSDs, deswegen brauchen wir Paraden, deswegen brauchen wir Aufklärung, deswegen brauchen wir Menschen, die sich dafür einsetzen. Und zwar nicht nur queere Menschen, die sich dafür einsetzen, sondern auch nicht queere Menschen, die sich dafür einsetzen und die laut sind für die queere Community, weil wir sehen, es ist nicht gut. Es sollte besser sein. Und zwar mit Abstand.